Hallo, ich bin Martina Meierschmidt. Ich habe meine Hundeschule im Schwarzwald, lebe da auch mit meinem Mann und meinen drei Tierschutzhunden im Landkreis Freudenstadt in einem kleinen Örtchen Betzweiler. Ich arbeite heute mit der Sally, einem Windhundmädchen, 8 Jahre alt, aus dem Tierschutz, die eigentlich, naja, so nicht sehr viel kannte. Und möchte auch so ein bisschen einfach zeigen, dass auch Windhunde sehr wohl lernen können und ganz begeistert arbeiten können. Und wir arbeiten heute daran, dass wir ein bestimmtes Verhalten gerne länger gezeigt haben wollen und wie wir das über gezieltes, längeres, länger andauerndes Dauerfüttern erreichen können. Warum ist es denn schlau, nicht nur einen Keks zu geben für den Hund? Muss ja schließlich reichen, oder? Wenn man mehrere Kekse gibt für ein bestimmtes Verhalten, dann wird dieses Verhalten für den Hund sehr attraktiv. Weil, zumindest für die Hunde, die gerne essen, ist es natürlich toll, wenn es für ein und dasselbe Verhalten ganz viele Kekse gibt. Es entsteht die Erwartungshaltung und die Vorfreude, dass für dieses Verhalten viele, viele, viele Kekse kommen und der Hund wird die Bereitschaft erhöhen, dieses Verhalten zu zeigen und es wird ihm auch leichter fallen, in der Erwartung, dass es mehrere Kekse gibt, dieses Verhalten etwas länger zu zeigen, weil er ja die vielen Kekse erwartet.